So, jetzt sind alle da. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das Thema heute ist neue Features in RFM 6 und RStab 9. Ja, unsere neue Programmgeneration. Kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich bin heute der Moderator und auch teilweise Präsentator dieses Webinars. Ich bin bei Bluebyte Software verantwortlich für Marketing und Public Relations. Zum Beispiel die Bluebyte Website, die deutschen und englischen Webinare, Presseberichte, Kundenprojekte und so weiter. Hallo, ich bin der Andreas Niemeyer. Ich zeige heute den zweiten Teil auch von diesem Webinar und ich bin verantwortlich bei der Firma Bluebyte für die Entwicklung der Hauptprogramme AirWind und Formfindungsanwendungen. Ja, mein Name ist Oliver Metzkes. Ich bin hier bei Bluebyte im Kundensupport und auch in der Entwicklung im Bereich Stahlbau tätig und heute hier auch für Ihre Fragen im Chat. Ja, und zu guter Letzt, mein Name ist Daniel Bluebyte. Ich bin hauptsächlich für unser deutsches Team hier bei Bluebyte Software verantwortlich, kümmere mich aber auch um die Bereiche Marketing und den Kundensupport. Okay, Daniel, du wolltest ja noch ein paar weitere Worte sagen. Ich würde sagen, dann schalten wir mal unsere Webcams aus und dann ist das jetzt nochmal dein Part. Gerne. Ja, sehr geehrte Teilnehmende und Teilnehmer, Statik, die Spaß macht. Sicherlich gibt es einige im Publikum, die mir hier zustimmen, wenn ich sage, Statik und Tragwerksplanung, das kann richtig Spaß machen. Tragwerkskonzepte entwickeln, Statikmodelle berechnen und anschließend die Bauteile bemessen. Wenn das gut funktioniert, dann kann das richtig viel Spaß machen. Noch viel mehr macht es Spaß, wenn das Werkzeug eines Tragwerksplaners und Statikers auch richtig gut funktioniert. Und heutzutage ist das wohl wichtigste Werkzeug eines jeden Statikers, neben dem Taschenrechner natürlich, die Software. Auch wir von Bluebyte leisten hier einen Beitrag dazu, indem wir Ihnen ein komplettes Paket an statischen Berechnungs- und Bemessungsmöglichkeiten an die Hand geben. Mit unseren neuen Produkten RFM 6 und RStab 9 bieten wir genau das an und läuten eine neue Generation unserer Statikprogramme ein. Dabei blieben wir unserem Motto Statik, die Spaß macht, stets treu. Denn Statik kann und soll auch wirklich Spaß machen. Deshalb war es auch immer unser größtes Anliegen, die Kundenwünsche bestmöglich in die Implementierung unserer Software einfließen zu lassen. Grundsätzlich können wir bei unserer neuen Generation die Neuerungen in vier Kategorien aufteilen. Erstens neue Programme. Neben RStab 9 und RFM 6 bieten wir auch RSection an, unser neues Querschnittsprogramm, das die bisherigen Querschnittsprogramme Dynku und Dyku miteinander vereint. Auch AirWind 2 bieten wir als neues Programm an, das nun eine transiente Windströmung für eine genauere Erfassung von Turbulenzen und Böen berechnen kann. Zweitens, neue Add-ons für die Bemessung, Analyse und Speziallösungen. Ganz besonders stolz bin ich hier auf unsere Mauerwerksbemessung, die es bisher so auf dem Markt der Statiksoftwarehersteller noch nicht gibt. Denn damit können wir ein nichtlineares Materialmodell der Ziegel- und Mörtelkombination abbilden, berechnen und nachweisen. Auch mit unserem neuesten Add-on Stahlanschlüsse können nun beliebige Stahlbauverbindungen mit Hilfe eines FE-Modells analysiert werden. Drittens, neue Features in den jeweiligen Hauptprogrammen. Wir haben eine schnellere Berechnung, einen viel verbesserten Ausdruckprotokoll, der auch viel schneller ist mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Und auch eines der neuen Features ist die Integration aller Add-ons in die jeweiligen Hauptprogramme. Zusätzlich, und jetzt komme ich zum vierten Punkt, haben wir natürlich auch unsere ganzen Add-ons vorher, Zusatzmodule, deutlich verbessert und modernisiert. Beispielsweise die Analyse von Bauzuständen, wo jetzt mehrere Strukturobjekte, wie zum Beispiel Liniengelenke, unterstützt werden. Aber, und darauf bin ich auch richtig stolz, bieten wir jetzt auch mit dem siebten Freiheitsgrad an, also der Webkraft-Version, nicht nur den Nachweis bzw. die Berechnung
für einzelne Elemente wie Stäbe oder Stabsätze, sondern können jetzt mit Hilfe des 7. Freiheitsgrades auch das gesamte Modell berechnen. Es gibt viele weitere Neuerungen und daher wünsche ich Ihnen nun viel Spaß mit unserem Webinar. Sie werden sehen, mit R5.6 und R-Stab 9, damit macht die Statik noch viel mehr Spaß. Und damit übergebe ich jetzt an den Andreas. Ja, vielen Dank, Daniel, für deine einleitenden Worte. Wir haben das auch noch mal ein bisschen so zusammengefasst hier im PowerPoint. Ich schalte jetzt noch mal meinen Bildschirm hier scharf. Kommen wir gleich dazu. Also wie immer, wer jetzt noch nicht beim Webinar teilgenommen hat, den erkläre ich es noch mal kurz. Sie können über das Panel hier Fragen stellen. Das sehen Sie auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und hier unten können Sie dann kurz eine Frage eingeben. Sie können allerdings auch das ganze Webinar in Ruhe anschauen und dann eine E-Mail an info@global.com schreiben. Sollten Sie während des Webinars keine Antwort bekommen, weil vielleicht zu viele Fragen reinkommen, Sie erhalten auf jeden Fall eine Antwort im Anschluss spätestens an das Webinar. So, das sind die drei Punkte heute. Der erste Punkt ist der allerwichtigste, weil die anderen beiden Punkte, neue Einzelprogramme und neue Add-ons, das habe ich jetzt in der PowerPoint mehr so zusammengefasst und Links dazu gegeben. Wenn Sie sich dann die Slides, also die Folien, runterladen von unserer Webseite, dass Sie dann direkte Links haben, wenn Sie weitere Informationen zu den Produkten haben möchten. Also Punkt 1, neue Features in den Statikprogrammen R5.6 und R-Stab 9. Zeige ich jetzt kurz in den Folien und dann natürlich noch ausführlich Andreas Niemeyer und ich im Programm. Also hier, die erste Folie sind bloß drei Folien. Die Features in R5.6 und R-Stab 9. Ich habe ein paar hier aufgeschrieben, aber wir wollen da gar nicht jetzt weiter drauf eingehen. Da Daniel hat auch schon ein paar genannt. Wir zeigen das dann live im Programm. Wichtig war mir jetzt, dass Sie hier die direkten Links haben, wo Sie dann zu unserer Webseite gelangen. Ich mache mal den einen Link hier auf. Dann sehen Sie hier unendlich viele Features. Die können wir natürlich heute nicht alle zeigen. Wir zeigen die, wo wir denken, das sind so die wichtigsten. Ja, also eine kleine Auswahl. Aber Sie können da gerne dann mal alles sich durchlesen. Also mit diesem Link. So, dann die neuen Einzelprogramme. Daniel hat es schon erwähnt. Eine Zusammenfassung aus DynQ und DQ ist das R-Section. Ja, dann gibt es da auch noch einen Aufsatz, also einen Zusatz zu R-Section für dünnwandige und kaltgeformte Querschnitte. R-Wind hat er auch schon erwähnt, nicht nur stationäre, sondern jetzt auch transiente, inkompressible, turbulente Windströmungen. Webservice, das zeigt da Andreas Niemeyer dann auch live. Sie haben aber, wie gesagt, immer hier die Links für weiterführende Informationen. Neue Add-ons. Es sind vier Folien, ich hatte vorhin gesagt drei Folien, also eine kommt dann noch. Neue Add-ons, Stahlanschlüsse, hatte Daniel auch erwähnt. Jetzt über die finite Elemente-Methode. Also Sie können sämtliche Anschlüsse kreieren und dann auch bemessen. Also sind da völlig frei und das erfolgt dann nach der finite Elemente-Methode. Gebäudemodell für die Definition und Manipulation von Gebäuden, also mittels von Geschossen. Sie sehen mal hier so rechts ein Bild. Also Sie können dann nachträglich mit einem Klick dann die Geschosshöhen ändern. Das Modul ermittelt Massen für die einzelnen Geschosse. Das ist dann wichtig für die Dynamik, Schubkräfte und so weiter. Also und weitere Informationen bekommen Sie dann auch hier. Mauerwerksbemessung hat der Daniel auch schon erwähnt. Dann kommen wir zur letzten Folie, Optimierung und Kosten, / CO2-Emissionsabschätzung. Das ist ein bisschen zweigeteiltes Modul. Da ist für mich der interessantere Teil, oder ja, sind beide Teile interessant, aber hier diese Modelloptimierung mittels künstlicher Intelligenz. Also lesen Sie sich das gerne mal durch. Wir werden da bestimmt auch zu gegebener Zeit ein Webinar dazu veranstalten. Also wirklich auch ein sehr interessantes Modul. Und zum Abschluss hier zeitabhängige Analyse, ja, für die Berücksichtigung von zeitabhängigen Materialverhalten. So, das soll es zur Einführung gewesen sein. Der Andreas Niemeyer startet mit der Präsentation direkt im Programm. Ich
übergebe den Bildschirm an ihn. So, Andreas, du kannst loslegen. So, hallo. Also, danke, Andreas, für die Einführung. Dann beginnen wir direkt mit dem RFM 6. Ich habe das jetzt schon bereitgestellt mit dem Basisangabendialog. Und hier sieht man eigentlich, dass sich die ganze Geschichte erstmal ähnelt zu dem RFM 5. Allerdings, wenn man genauer hinschaut, wird man erkennen, es hat sich hier und da was geändert und es hat sich hier eine ganze Litanei an Registern mit angesammelt. Schauen wir einfach miteinander drauf. Ich möchte Ihnen das ein bisschen so wie eine Geschichte erzählen, was wir da alles mit eingearbeitet haben. Wir geben natürlich jetzt erstmal Dateinamen an. Und mein erstes Ziel ist Ihnen einfach zu zeigen, was war oder was ist die grundsätzliche Strategie von dem neuen RFM6 Modelle zu berechnen und zu bemessen. Wenn man jetzt den Dateinamen angibt und wollen wir einfach auch gerade drüber stolpern, vielleicht eine kleine Neuigkeit. Wenn man hier auf die Modelltypen schaut, sieht man, dass man jetzt neben dem, ich sag mal, standardmäßigen 3D-Modus und den üblichen Scheibenfreiheitsgraden, Plattenfreiheitsgraden und Stabfreiheitsgraden jetzt neue Freiheits- oder Umgebungen mit zugeordnet hat. Es gibt jetzt Scheibenebenen, wo man eigentlich die Modelle zweidimensional definieren kann, aber dreidimensional berechnen kann. Intern nennen wir das gerne auch 2,5D. Und es geht uns eigentlich um die Geschichte, dass man einfach bei solchen, wenn man jetzt 2D-Systeme rechnet, damit asymmetrischen Querschnitten in die Ebene reingehen kann und wenn man die praktisch jetzt hier definiert, die auch mit freien Winkeldrehungen wirklich definieren kann, Stichwort L-Profile beim Windverband von einer Halle, die kann ich jetzt so platzieren, wie ich das möchte und kann auch entsprechend die Kräfte rechnen in einem Ebenensystem. Das erweitert das Ganze, einfach hier auch mit drauf schauen. Ich denke, da haben sich ein paar Features angesammelt. Ich möchte aber weitermachen im 3D-Modus und eigentlich ganz dringend in das nächste Register gehen, Add-ons. Denn die Add-ons, ich nenne sie oder früher als Zusatzmodule, haben wir jetzt alle hier in diesem Menü platziert. Also da können Sie auch das komplette Paket sehen, was es so gibt. Und wenn man das jetzt irgendwie abzählt und vergleicht zu der schier endlosen Liste, was wir früher hatten, sieht man, wir haben auch viel zusammengefasst. Generell gibt es, ich sag mal, vier Gruppen, beziehungsweise drei hauptsächliche Gruppen. Einmal diese Analyse-Add-ons, Strukturstabilität, Formfindung, 7 Freiheitsgrade, die ganze Dynamikgeschichte, Eigenwertberechnung ist unter den Analyse-Add-ons sortiert. Dann gibt es eine große Gruppe Bemessungs-Add-ons, wo man, ich sag mal, die Betonbemessung, Stahlbemessung, Holz, also alle Materialien durch hier platziert haben und Sonderlösungen wie Gebäudemodell, geotechnische Analyse und so weiter. Ganz unten haben wir noch die Optimierung. Wenn man das jetzt natürlich jetzt so überblickt, sieht man, da gibt es, wird vielleicht auch gleich ein Fragezeichen aufkommen. Ja, wenn man die Vergangenheit kennt, hat man beim Stahlbau für jede Norm ein eigenes Modul gehabt. Das gibt es so nicht mehr. Wenn ich jetzt Stahl bemessen möchte, nehme ich die Stahlbemessung und dieses Paket oder dieses Add-on beinhaltet alle Normen, die verfügbar sind. Sprich Eurocode oder auch die ganzen ausländischen Normen. Wenn man das sogar noch weiterspielt, diesen Gedanken, wenn man die Betonbemessung betrachtet, sind nicht bloß alle Normen, sondern auch alle Elementtypen wie Durchstandsnoten, Balken, Flächen, all diese Geschichten sind da in dieser Betonbemessung inklusive. Also die Module oder diese Add-ons fassen die alten Module zusammen und vereinheitlichen die ganze Geschichte. Weiter erkennt man auch an der Platzierung, dass wir die Add-ons jetzt hier in den Basisangaben haben, dass die jetzt global auf das Programm aufgesetzt sind. Dazu verliere ich aber gleich später ein paar Worte und aktiviere für mein Vorhaben die Stahlbemessung zum Beispiel. Dann ist natürlich, wie gesagt, die Frage, welche Norm nimmt das Programm her und das kommt eigentlich im nächsten Register, wo man sich eine Art Normenliste
definiert, für was man die Sachen bemessen, berechnen möchte. Da gibt es natürlich oben gleich die Kombinatorik, nach welchem Normpaket möchte ich die Lasten kombinieren, wie sollen die Assistenten reagieren und Lasten generieren, Stichwort Schneelast, Windlast, und wie möchte ich den Stahlbau bemessen, zum Beispiel nach dem deutschen Annex oder auch nach der russischen Norm zum Beispiel. Also das versteckt sich da dahinter. Wenn man das dann definiert hat, baut sich die Liste auf, auch genau mit Datum, wo man ist, dass man Bescheid weiß, und dann springt man eigentlich ins Programm rein und landet in dem Programm, und man fühlt sich eigentlich auch direkt wieder zu Hause. Also es ist jetzt nicht so, dass man RFM6 jetzt da komplett neu erlernen muss, sondern das kann man direkt, kann man weiter bedienen. Es haben sich ein paar Sachen geändert, also sprich die Struktur von dem Navigator hat sich neu aufgebaut. Wir haben jetzt ja hier immer sortiert mit Basisobjekten und dann zuordnenbaren Typen, also sprich, wenn wir zum Beispiel hier Knoten haben, habe ich hier Typen für Knoten, oder wenn wir hier einen Stab haben, haben wir hier Typen für Stäbe. Diese Logik zieht sich komplett durchs Programm durch, nicht nur im Navigator, sondern auch in der Tabelle. Hier haben wir jetzt diese zwei Doppel-Kombo-Boxen, wo man dann entsprechend die gleiche Struktur des Navigators wiederfindet. Basisobjekte, Typen für Stäbe, Linien, Knoten und so weiter. Und kann man sich eigentlich hier durch das Programm bedienen. Jetzt machen wir natürlich einen ersten Stab hier rein, gehen wir einfach auf neuen Stab, suchen wir uns hier einfach einen Querschnitt, zum Beispiel einen HEA 200 aus einem Baustahl, nehmen wir uns hier noch einen Baustahl, S355 zum Beispiel, und platzieren da einfach mal so einen Stab, zum Beispiel 6 Meter lang, und lagern den einfach, damit wir kurz was rechnen können. Sie sehen, die Bedienung bleibt faktisch die gleiche. Jetzt setzen wir noch eine Last auf, damit wir auch ein bisschen was sehen. Und jetzt fühlt man sich eigentlich schon wieder zu Hause, so wie man das Programm einfach auch kennt. Allerdings jetzt, genau an der Stufe jetzt, kommt die Änderung ins Spiel, sprich die Bemessung. Wir haben uns ja faktisch gar keine Gedanken gemacht, was macht die Bemessung, und das steckt jetzt im Hintergrund, nämlich wenn ich jetzt auf Berechnen gehe, erzeugt mir das Programm die Last Zusammenstellung, Bemessungssituationen sozusagen, hier rot und grün für Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit, und fügt dann automatisch auch die Bemessung hinzu und rechnet uns alles aus, ohne dass es jetzt irgendwie große Fragen gibt. Dann bekommen wir natürlich einerseits die Verschiebung und die Schnittgrößen, so wie wir das eigentlich gewöhnt sind. Ne? Allerdings kriegt man jetzt hier auch in der Umgebung des Hauptprogramms die Stahlergebnisse. Also sprich hier ein Auslastungsdiagramm für die Bemessung. Schaut jetzt üblich aus für die zwei Einspannungen hier. Man kann das natürlich auch separiert darstellen, dass man sagt, komm, zeig uns mal einmal nur die Tragsicherheitsnachweise oder nur die Gebrauchstauglichkeitsnachweise, die in der Mitte kritisch sind, oder einfach alle übereinander gelegt. All sowas ist jetzt möglich. Allerdings sind das jetzt nur grafische Ergebnisse, und wenn man die jetzt irgendwo auch numerisch sehen möchte, dann kann man natürlich hier in die Tabellen reingehen. Und hier sieht man dann einerseits nach Bemessungssituation, nach Stabweisen, Ergebnissen, alle Nachweise, was so erledigt werden. Und wenn man das jetzt noch weiter im Detail sehen möchte, geht man einfach auf die jeweilige Zeile, die einen interessiert, geht auf die Details und kriegt dann komplett alle Ergebnisse, die zu dem Bemessungsergebnis führen, inklusive Kräfte, Materialbeiwerte, runtergeschrieben mit Hinweisen zu Normkapiteln, und damit es den Blackbox-Charakter verliert, auch nochmal alles als Formeldarstellung auf der rechten Seite mit ausgefüllten Zahlen runtergeschrieben, so wie ein Handnachweis mit sauberer Erklärung. Und das ist jetzt nicht bloß ein Stahl-Feature, sondern das ist RFM6 Live, sprich jedes Materialbemessungsprogramm, was wir gemacht haben, tickt in der gleichen Art und Weise, und Sie kriegen auch für die
Bewertungsfindung entsprechende Berechnungsformeln hier runtergeschrieben. Und dann gibt es natürlich, wenn man noch weiter ins Detail will, oben die Darstellung der Ergebnisse auf Querschnittsebene. Ich kann mir praktisch darstellen, wie schaut es aus mit der Auslastung auf den Querschnitt. Und wenn mich hier auch die Spannungen an der jeweiligen X-Stelle interessieren, stelle ich um und kann entsprechend hier einerseits die aktuelle Spannung an der X-Stelle für das Moment sehen oder auch die Schubspannung. Und damit gebe ich zurück an den Andreas und der kann Ihnen gleich den nächsten Block neuer Features zeigen. Okay, vielen Dank, Andreas. So, ich wechsle mal auf meinen Bildschirm. So. Ja, ich komme zum nächsten Feature, also die Generierer, dass man aus den Modellparametern die ja, Daten praktisch zieht in die Generierer. Vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, alles was jetzt da Andreas gezeigt hat, das gilt natürlich auch für RStab. Wir zeigen heute alles im Prinzip in RFEM und wenn Sie jetzt RStab-Nutzer sind, denken Sie sich so, bei solchen Modellen hier die Flächen weg, ja, aber ansonsten die meisten Features gelten für beide Programme. Allerdings, wenn die sich direkt auf eine Fläche beziehen, dann halt nur für RFEM. Ja. So, dann wechsle ich mal wieder in die Basisangaben. Also Sie sehen hier oben der fünfte Button von links, das sind die Basisangaben. Da kommt man jetzt direkt rein. Und der Andreas ist vorhin bloß bis zu diesen Punkten hier gekommen, Norm, um mir nicht vorzugreifen. Ich wechsle jetzt hier in die Modellparameter und dann können Sie hier mit Link auf unsere Webseite, viele kennen die, das Geozone-Tool zur Lastermittlung, also den ja, Zuhörern oder Zuschauern kommt das sicherlich bekannt vor. Ich gebe jetzt hier mal eine Adresse ein von unserer Hauptfiliale. So, dann sieht man hier die Schneelastzone 2, SK gleich 2,51 kN pro Quadratmeter. Für Wind wäre es dann die Windzone 1 und auch die Erdbeben. Ja, die Bodenbeschleunigung wird hier direkt ausgegeben. Uns interessiert heute die Schneelast, aber wenn ich hier OK drücke, dann wird im Prinzip werden alle möglichen Daten übertragen. Für den Wind- und Schneelastgenerierer funktioniert das jetzt schon. Für die Erdbebendaten, das ist derzeit noch in Arbeit, das soll dann auch in die Dynamikmodule einfließen zur Ermittlung ja, der Erdbebenlasten. So, jetzt wurde ja alles eingelesen, dann verlasse ich den Dialog, gehe hier oben links auf Einfügen, Lastassistenten. Ja, wer mit unserem Programm schon lange arbeitet, der kennt diese Lastassistenten. Ich gehe jetzt hier direkt beispielhaft in den Schneelastassistent. So, hier, das sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, aber die Funktionsweise ist ähnlich wie vorher. Ein paar neue Features sind drin. Ich habe ein Satteldach. Ich selektiere die Dacheckknoten. Und Sie sehen schon, ich greife das komplette Modell ab, weil das ist dann schon ein neues Feature. Also das gilt jetzt für oder ist anwendbar für hybride Modelle. Sie werden dann gleich sehen, dass Stab und auch Flächenlasten entstehen. Hier kann man auch einfach Bereiche ausblenden. Ist jetzt wahrscheinlich beim Lastassistenten Schnee nicht so wichtig, ja, außer Sie haben vielleicht mal ein Gebäude, was irgendwo nochmal überdacht ist und Sie wollen da keine Schneelast ansetzen. Wichtiger wäre das dann schon bei dem Windlastgenerator, wenn Sie zum Beispiel hier an ein vorhandenes Gebäude anbauen, dann können Sie ganz einfach hier diese eine Seite ja, auschecken sozusagen und dann wird darauf keine Windlast generiert. Also das ist auch ein nettes Feature. So, ich selektiere noch die Stäbe, die nicht belastet werden sollen, also die Verbandsstäbe hier und die Koppelstäbe. Dazu selektiere ich die. Ich filtere die mal nach Typ raus. Fachwerk und Zugstäbe. Okay. So, dann war das dann schon alles für diesen Dialog. Kommen wir zu den Parametern. Das ist genau das, was ich
vorhin gemacht habe, also die Daten des Bauorts hier eingelesen. Sie können das Ganze natürlich auch benutzerdefiniert machen. Sie sehen, es ist ja teilweise noch ein bisschen hier in Englisch. Wir sind jetzt noch scharf dran an der ganzen Übersetzung, aber es soll uns jetzt mal nicht stören. So, Lastzone 3 wurde übernommen. Die Höhenlage, das ist ja das Allerwichtigste, um die charakteristische Schneelast. Auch die kann man hier dann benutzerdefiniert eingeben, wenn man das will. Aber genau das wollten wir ja machen. So, Schneeüberhang, Schneefanggitter weiterhin zu berücksichtigen, wenn erforderlich. Für neue Objekte sperren, also wenn jetzt später nochmal Stäbe oder ähnliches modelliert werden, die aber keine Belastung erhalten sollen, kann man hier den Check setzen. Stabexzentrizität berücksichtigen, also wenn ein Stab eigentlich nicht im System liegt, aber aufgrund seiner Exzentrizität sich ins System oder in unsere selektierte Ebene reinschiebt, dann wird er berücksichtigt und hier unten Querschnittsverteilung berücksichtigen. Das bedeutet so viel, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Bute haben, die an einer Seite eine Exzentrizität hat und somit aus dem System rausrutscht, dann kann die trotzdem hier berücksichtigt werden. Da muss man bloß diesen Check setzen. So, Lastfälle, es werden mir hier drei Lastfälle vorgeschlagen. Das ist dann einmal auch diese halbseitige Belastung jeweils. Das checke ich mal aus. Ich möchte Ihnen bloß jetzt die volle Schneelast zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt die Sichtbarkeit deaktiviere, das war das, was ich Ihnen zeigen wollte. Also für die Stäbe wurden dann Stablasten generiert und für die Flächen hier Flächenlasten. Also hybride Modelle. Das ist hier so für die Generierer ein Top-Feature. Dann wechsle ich mal das Modell, komme zum nächsten Feature, Lastverteilungsfläche. Schauen Sie sich das Gebäude hier an, Decken und Stützenriegel. Hier sind auch Wände, aber hier kragen die Decken aus und da könnte es ja jetzt zum Beispiel sein, dass hier eine Glasfassade errichtet wird, die Sie nicht mitmodellieren möchten, aber die Fassade ist ja da, die überträgt Windlasten auf das Gebäude und das wollen wir berücksichtigen. Das geht natürlich nicht nur für solche horizontalen Lasten, für alle möglichen Lasten, je nachdem, was Sie berücksichtigen möchten. Ja, also das kann auch irgendwo eine Aussparung sein, wo dann irgendwie was eine Öffnung ist, die überdeckt ist, wo Sie aber den Deckel sozusagen nicht mitmodellieren möchten, bloß diese Last aus diesem Deckel. So, also wir wollen jetzt die Glasfassade modellieren. Dann findet man hier unter spezielle Objekte die, wollen Sie mal, nee, ach Quatsch, das war jetzt das Falsche. Ich muss hier in die Fläche rein, also hier oben, ich hoffe, Sie sehen es, gebe ich jetzt Rechteckfläche rein ein und dann sage ich hier Lastverteilung und ja, hier ist jetzt eigentlich nichts weiter zu sagen. Der Reiter hier ist dann, der generiert sich. Hier kann ich jetzt die Lastverteilungsrichtung angeben. Ich selektiere jetzt erstmal in beide Richtungen. Es kann ein Flächengewicht festgelegt werden, um ja, die Fassade hat ja irgendeine Last, um die dann am Fußpunkt oder je nachdem, wo die dranhängt, diese Fläche zu berücksichtigen. Ja, aber die Steifigkeit dieser Fläche, die wird nicht berücksichtigt. Ja, das ist noch ganz wichtig. Also die Steifigkeit des Gesamtsystems wird überhaupt nicht beeinflusst. So, hier ähnlich wie bei den Generierern, Stabexzentrizität kann berücksichtigt werden oder eine Querschnittsverteilung. So, jetzt setze ich hier die Fläche. Okay, sehen jetzt so leicht lila ist die Fläche. Wir belasten die auch mal mit einer Flächenlast. 1 kN horizontal. Okay. So, und dann sieht man hier die Last. Und diese kann ich, wenn ich im Zeigennavigator unter Flächen hier Lastverteilung getrennt anzeigen, das selektiere, dann sieht man, welche Linienlasten hier ja, generiert werden, also intern, um die Konstruktion zu belasten.
Ich habe jetzt hier eine Lastverteilung in beide Richtungen angecheckt. Ich kann das natürlich auch nachträglich ändern. Schauen Sie sich bitte das Koordinatensystem dieser Fläche an. Also grün sehen Sie da die Y-Achse. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Und wenn ich jetzt so einen eindimensionalen Lastabtrag in Y-Richtung berücksichtigen möchte, dann kann ich das ja schnell ändern. Und dann sehen Sie hier die Glasfassade zum Beispiel, die spannt von oben nach unten. Und das sind dann die entsprechenden Lasten, die dann fürs System berücksichtigt werden. Okay, dann mache ich jetzt mal eine kurze Pause und übergebe wieder an den Andreas Niemeyer. Da muss ich den Moderator ändern. So, Andreas, du kannst weitermachen. Okay, danke. Ich mache gleich weiter mit wieder einem dreidimensionalen Tragwerk. Man kann auch hier schon sehen, ich habe hier auch Verteilungsflächen drin, aber das ist jetzt gar nicht der Fokus, sondern mein Fokus ist eigentlich der jetzt, wie wir die Bemessung angehen für solche Bauteile. Und speziell möchte ich mich vielleicht jetzt hier beziehen auf die Stäbe. Ich sage jetzt einfach meinem Programm, komm, zeig mir mal bitte alle Stäbe an. Und man kann sehen, ich habe hier im Innenleben so einen Unterzug auf zwei Stützen und oben ein leichtes Stahltragwerk zum Tragen des Daches. Und gut, da gibt es jetzt verschiedene Stäbe. Unsere Aufgabe besteht auch vielleicht die Bemessung noch ein bisschen zu spezifizieren, aber auch das Ganze zu dokumentieren. Und da kommt natürlich schon irgendwo für uns auch die Aufgabe auf, dass man sagt, ich habe ja ähnliche Bauteile und ich musste ja nicht alle doppelt und dreifach in der Doku abdrucken, kann ich das nicht irgendwie zusammenfassen? Und dieser Wunsch, den haben wir uns irgendwie auch bei der Entwicklung näher durchdacht und wir sind auf die Idee gekommen, wir bieten sogenannte Repräsentanten an. Und die Repräsentanten ist eigentlich bloß eine Zusammenfassung und diese Zusammenfassung kann ich in dem Register bei den Basisangaben ganz unten aktivieren. Und wenn ich die aktiviere, dann fängt nichts an zu blinken und es geht erstmal gar nichts vor sich, aber man kann die grafisch visualisieren erstmal. Ich habe hier im Zeignavigator jetzt die Option, die zu aktivieren und man kann sehen, das Programm zeichnet uns solche bunten Knöpfe über die Elemente. Und das Ganze wird auch nochmal dargestellt im Navigator unter den Basisobjekten. Hier sieht man, gibt es die Stabrepräsentanten, 10 Stück. Und die 10 Stück fassen jetzt praktisch aufgrund Ähnlichkeitsparameter die vorhandenen 31 Stäbe zusammen. Also das ist wie eine Positionierung. Und diese Positionierung hilft uns natürlich jetzt einerseits doppelte Elemente zu finden, zu dokumentieren und so weiter, aber auch für die Bemessung vorzubereiten. Wie zum Beispiel für den oberen Stahlstab hier, haben wir natürlich die Aufgabe, vielleicht die Knicklängen zu spezifizieren und wir sehen, der Fachwerkträger wird am Obergurt irgendwo durch diesen Aussteifungsstab hier gehalten und jetzt, wenn ich den Repräsentanten, also dieses Symbol für den Repräsentanten anklicke, sehen Sie, wird der zweite rechts genauso mit selektiert. Würde ich das jetzt bei dieser Aussteifungsstange machen, wird alles selektiert. Und so können Sie natürlich jetzt auch für Ihre Bemessung und für die Doku das Ganze leichter bedienen. Also ich gehe jetzt auf den Obergurt und gehe mit der Aufgabe rein, ich möchte die Knicklängen spezifizieren. Ja? So, jetzt haben wir den Stab natürlich hier auch und wir wissen, wir müssen den irgendwo hier in der Mitte halten. Ja, und das war, ich sag mal, früher haben wir sowas mit Stabsätzen gemacht und dann, wenn wir Knicklängen definiert haben, irgendwo in der Mitte gestützt und so weiter, musste man auch immer Notennummern angeben, das ist natürlich für jeden Stabsatz, also sprich, man hatte 100 Stabsätze, man musste das faktisch dann auch 100 Mal machen und das war schon irgendwo so ein bisschen so ein Punkt, den wir auch verbessern wollten. Und deswegen haben wir, wenn wir jetzt praktisch diese Repräsentanten aufmachen oder auch die Stäbe, die Option, die Bemessungsarten zu definieren und da sogenannte Typen zuzuordnen. Und die Typen sind möglich für Knicklängen, Randbedingungen, Querschnittsreduzierungen, Schubfeld, Drehbettung verfügbar im Stahlbau zum Beispiel. Für den Betonbau ist die Bewährung.
Und wenn wir da jetzt mal reingehen und machen uns da einen neuen Typ, dann fragt uns das Programm, wie schaut denn dieser Typ aus? Dann kann man natürlich sagen, okay, wir wollen jetzt ja hier stützen die YZ-Achse, wir wollen das Drücknicken prüfen, also die komplette Litanei durch. Der MCR soll über den Eigenwert definiert werden. Und im zweiten Register kann ich sagen, wie soll der Typ ausgestattet sein. Da bietet mir das Programm an, den Anfangs- und Endknoten hier generell erstmal zu stützen, Gabel zu lagern, aber wir wollen ja irgendeinen Zwischenpunkt stützen. Und ich muss jetzt keinen Knoten angeben, sondern ich muss eigentlich bloß sagen, wie viele Zwischenstellen ich habe. Ich klaue mir jetzt einfach die Information von diesem Stab und das Programm erkennt, der Stab hat 3 Zwischenpunkte, einen Anfangs- und Endknoten natürlich, und ich könnte jetzt einfach die seitliche Lagerung am zweiten Zwischenpunkt angeben. Ja? Entsprechend teilt mir das Programm die Knicklängensegmente für die Bemessung für die schwache Achse in 2 Teile. Für die lange Achse haben wir das lange Segment noch, für die Drillachse auch, auf, wo ich dann entsprechend hier auch Faktoren vorgeben kann, wie 0,5 oder 2, je nachdem, was wir da für Knick-Randbedingungen noch haben. Aber ich segmentiere praktisch hier das Bauteil mit einer beliebigen Länge, weil das nur ein Typ ist. Und diesen Typ kann ich jetzt eigentlich vorbereiten und entsprechend auf, in dem Fall auf Repräsentanten oder Stäbe legen, und das Programm weiß automatisch, wir stützen hier diesen Punkt. Wenn ich das jetzt bestätige, sehen wir erstmal nichts, ich muss es nur darstellen, weil wir hier diese Typen für Stahlbemessung ausgeblendet haben. Entsprechend kann man sehen, für die Knick- oder für die Stabilitätsnachweise weiß das Programm jetzt, unser Segment läuft hier bis hier und von hier nach hier. Würde man einen weiteren Knoten noch stützen müssen, könnte man diesen Typ natürlich jederzeit wieder öffnen, Knicklängen-Typ, und könnten sagen, claro, wir haben da natürlich noch einen Knoten gestützt und entsprechend würde der gestützt werden. Und so kann man jetzt arbeiten, man muss nicht mehr Knicklängen oder Stützungen mit Knotennummern verknüpfen, sondern eigentlich nur mehr an freie Knoten stellen und kann diese Information auf verschiedene Typen drauflegen. Da das jetzt wirklich furchtbar ausschaut, mache ich das natürlich hier wieder weg und gehe weiter. Und die gleiche Logik, ja, funktioniert jetzt für sämtliche Bemessungen, also sprich nicht bloß für den Stahlbau, sondern auch für den Betonbau und für den Aluminiumbau und für Holzbau. Was wir halt alles drin haben, kann ich eins bedienen, kann ich alle bedienen, und wenn ich jetzt zu den Betonstützen hergehe, haben wir da natürlich genauso auch die Eigenschaften, wo ich entsprechend hier Knicklängen zuordnen kann, das Programm mir die hier spezifiziert. Ja. Und ich habe jetzt ja hier den Repräsentanten für die Zwischenstützen hier angewählt. Ich kann dann natürlich jederzeit auch sagen, ich will hier auch den Typ der Bewährung ändern. Ich will hier zum Beispiel einfach bloß umlaufend 4 Stück haben mit einem 20er Durchmesser zum Beispiel. Entsprechend ändert mir das Programm dieses Bewährungslayout für die Berechnung und für die Bemessung, nicht nur für dieses Bild, sondern faktisch für die beiden Stützen. Und so ist auch die neue Logik im Programm jetzt. Wir spezifizieren alle bemessungsrelevanten Daten entweder über Repräsentanten oder über einfache Stäbe. Die haben jeweils immer ihre kompletten Eigenschaften mit zugeordnet in dem Basismenü, wo ich reingehen kann und das Ganze einfach modifizieren kann. Und damit gebe ich wieder zurück an den Andreas. Okay, so, ich mache weiter. Die nächsten beiden Features sind ja reine RFEM-Features, weil es sind Flächen, Sie sehen es schon. Es gab ja Kontaktvolumen in RFEM 5, das wurde jetzt wirklich sehr stark vereinfacht, also von der Eingabe her vereinfacht. Man muss ja immer einen gewissen Workflow
ja, durchführen bei der Erstellung eines Kontaktvolumens zwischen, wenn Sie eine Kontaktbedingung zwischen zwei Flächen definieren wollten. Ich zeige Ihnen das mal, wie das jetzt gelöst wird, und zwar über so einen Flächenkontakt. Also Sie sehen ja diese beiden gegenüberliegenden Flächen, und bei spezielle Objekte, Flächenkontakte, kann man hier die gegenüberliegenden Flächen beziehungsweise Flächengruppen sogar selektieren. Also da können auch nebeneinander liegende Flächen, die sich dann gegenüberliegen, wiederum selektiert werden. Ich mache das mal beispielhaft für diese beiden Flächen. Sie sehen, ich muss das immer mit OK bestätigen, weil es könnte ja sein, dass ich noch andere Flächen anklicke. So. Ja, und dann hier muss der Flächenkontakttyp noch definiert werden. Das ist ja ähnlich wie in FM5. Volle Kraftübertragung, Ausfall bei Zug und Druck, Reibung, volle Kraftübertragung und so weiter. So, ich belasse das mal so. So, und es wurde kein Kontaktvolumen wie früher definiert. Sie sehen hier ganz unauffällig an diesen kleinen Strichen hier am Rand, dass so ein Flächenkontakt erstellt wurde. Um das Ganze mal zu beweisen, setze ich hier oben noch eine Last drauf, den Stützenkopf, eine geringe Horizontallast. Ich habe ja keine Verbindungsmittel hier definiert, der Einfachheit halber. Deshalb muss ich jetzt hier die Lasten so setzen, dass das dann passt, dass es mir das Ganze nicht wegschiebt. So, und dann brechen wir das ganz kurz. Und dann sollte sich eine Ecke dieser oberen Fläche so ein bisschen ablösen, und dann haben wir das genauso berechnet, wie wir das wollten. Also praktisch die lose aufeinanderliegenden Flächen, die praktisch nur durch Reibung, sag ich mal, Horizontalkräfte dann abtragen könnten. Ja, Sie sehen, die Fläche geht da links ein bisschen hoch. Also das ist der Beweis, dass das Ganze funktioniert. So, dann komme ich zum nächsten Feature, starre Kopplung. Wir rechnen ja immer normalerweise von Achse zu Achse, also von Stabachse zu Stabachse und so weiter. Sollten Sie aber mal, ja, aufgrund vielleicht irgendwie bei einer Schweißnaht da noch berücksichtigt werden soll oder ähnlich, Sie fallen da vielleicht noch andere Beispiele ein, wo Sie direkt am Flächenrand hier anschließen wollen und das auch so modellieren wollen. Ich zeige mal die Flächendicke noch mit im Zeigennavigator. Unter hier unter Rendering, Modell, Vollmodell, Flächen, einschließlich Dicke. Ja, also ich schließe diese Fläche hier am Flächenrand an, aber in Wirklichkeit im Modell, ja, wird das nicht angeschlossen sein. Und das lässt sich einfach berücksichtigen. Auch hier wieder unter spezielle Objekte, starre Kopplung. Da gibt es einmal Linie zu Linie, also wenn diese gegenüberliegenden Linien schon da sind. Linie zu Fläche, dann wird diese Linie in dieser Fläche ja generiert. Das nutze ich dann. Und Ebene, um komplette starre Ebenen hier zu berücksichtigen. So, dann selektiere ich die erste Linie. So, ich zoome mal noch ein bisschen näher ran. Hier die Fläche. Okay, Sie sehen hier die Linie, die dann generiert wird. Okay, so, und das ist diese starre Kopplung. Ich habe im Vorfeld schon mal eine Last außen drauf gesetzt, um dann auch zu beweisen, dass das Ganze funktioniert. Also dort wurde jetzt eine starre Verbindung generiert. Ja, also das passt. Okay, dann noch ein Feature in diesem Block. Das Ergebnisverlaufsfenster wurde auch verbessert. Ich gehe mal in das Modell hier wieder dieser Stahlhalle rein. Schnee, den einen Lastfall, lassen wir mal kurz durchrechnen, um ein paar Schnittgrößen zu bekommen, dass ich Ihnen das beispielhaft zeigen kann. Da besteht jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, ganz einfach mehrere gleichartige Objekte im Ergebnisverlaufsfenster zu vergleichen. Ich ziehe mal diese drei Riegel hier, die drei Stahlriegel raus.
Und wie Sie ja unschwer erkennen, der erhält ja hier bloß die halbe Last, ja, gegenüber den beiden. Also der sollte auch geringere Schnittgrößen haben. So, ich selektiere Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Rechte Maustaste, Ergebnisverläufe. Und dann sehen Sie hier nebeneinander die Verformungen. Ich mache mal noch das MY-Bild hier an. So, und das Ganze können Sie aufeinander folgen, so wie es jetzt dargestellt ist, aber auch überlappt darstellen. Und dann sehen Sie hier oben, das ist der Randriegel, der Stabsatz 6 und unten dann Stabsatz 5 und Stabsatz 4 mit ähnlicher Verformung, beziehungsweise hier die, das größere Moment sind natürlich die beiden inneren Riegel und hier das geringere Moment für den Randriegel. Überlappt nur umhüllende. Ja, da wird dann von allen, Sie können da auch 10 Riegel oder mehr selektieren, wird dann die maximale Verformung hier und die maximale Schnittgröße ausgegeben. Und der letzte Punkt hier noch überlappt mit Beschreibung. Also da sehen Sie dann hier die Stabsatzbezeichnung dann zusätzlich noch. Ansonsten alle bisherigen Features hier, Glättung und so weiter, das ist alles noch drin. Was aber auch ein neues Feature ist, ich ziehe mal das Fenster hier ein bisschen rüber. Also Sie können parallel im Programm weiterarbeiten. Ich kann das jetzt hier nur an einem Bildschirm zeigen, aber wenn Sie zum Beispiel zwei Bildschirme haben, können Sie sich das Ergebnisverlaufsfenster auf den anderen ziehen und hier im Modell weiterarbeiten. Also das Ergebnisverlaufsfenster ist jetzt modal. Also Sie können parallel dann in beiden arbeiten. Okay, gut, dann übergebe ich zum nächsten oder für den nächsten Block wieder an Andreas. So, dann mache ich weiter. Jetzt sehen Sie, ich sage mal, wirklich kein repräsentatives Tragwerk. Ja, hier geht es mir wirklich nur um Ihnen eine gewisse Funktion zu zeigen, relativ eindrucksvoll, die Sie dann ableiten können für Ihre Sachen. Aber beginnen wir einfach mal ganz einfach. Nächster Punkt ist die Umsetzung von Imperfektionen in RFM6. Wir haben hier zu jetzt eigene Imperfektionsfälle geschaffen. Sie sehen, früher haben wir das immer über die Lastfälle mitgemacht. Jetzt gibt es eigene Imperfektionsfälle. In meinem Fall habe ich hier eine Imperfektion in X erzeugt. Ich habe hier auch globale Stabimperfektionen mit angeordnet und in jeweils X und Y. Diese Imperfektionsfälle werden jetzt sauber organisiert zwischen dem Modell und den Lasten hier im Navigator über diese Fälle. Und diese Imperfektionen kann man jetzt entsprechend dann den Lastfällen oder Lastkombinationen zuordnen. Das schaut dann wie folgt aus. Wenn wir hier einfach mal in das Menü reingehen, dann können wir das entsprechend hier bei den Lastfällen jeweils unter den Optionen mit zuschalten. Sie sehen, es gibt hier Imperfektion berücksichtigen. Dann könnte ich das dem LF1 jeweils zuschalten, beziehungsweise könnte das auch der Lastkombination entsprechend hier unter den Optionen zuschalten. Sie sehen, das ist jetzt hier ausgegraut. Das hat auch einen bestimmten Grund, weil diese Lastkombinationen von dem von den Kombinationsassistenten direkt erzeugt worden sind aufgrund der eingestellten Normung. Und der kann das natürlich auch verteilen. Und das ist so mehr oder weniger mein Stichwort. Und ich weiß, wir haben da Stunden verbracht, wie wir das am optimalsten auch früher umgesetzt haben, dass man einfach regelt, wie kann ich die Imperfektion in X windaffin aufbringen und mit dem Kombinations-Wizard verquicken. Die Geschichte haben wir uns einfach nochmal neu angeschaut und wirklich optimiert. Und jetzt passiert so, dass man diese Imperfektionsfälle entsprechend jeweiligen logischen Lastgruppen oder Lastfällen zuweisen kann. Also jeder Imperfektionsfall hat jetzt ein Zuordnungsregister und ich kann dem einfach sagen, die Imperfektion
in X soll auch mit dem Wind in X agieren und die Imperfektion in Y soll auch mit dem Wind in Y agieren. Mehr ist nicht mehr nötig. Und entsprechend mit dieser Zuweisung weiß die Kombinatorik jetzt, wenn wir direkt in die Last-Kombinationen springen, was zu tun ist. Und in dem Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel hier die roten Tragsicherheitskombinationen betrachten, für, ich nenne es immer vertikale Lastfälle, zum Beispiel Eigengewicht, weiß er nicht eindeutig, ob die X- oder Y-Imperfektion genommen werden soll, also doppelt er uns sie und macht eine mit Imperfektion in X, eine mit Y. Beim Schnee das gleiche, der senkrecht wirkt, einer in X, in Y. Und hier kommt der erste, wo im Endeffekt der LF3 ein Wind in X wäre. Da wird im Endeffekt die Imperfektion in X zugewiesen und zur nächsten Kombination gegangen, wo der Wind in Y vorkommt, wo wir die Imperfektion in Y haben. Sprich, jetzt zwei Klicks, um eine ganz häufige Aufgabe zu lösen. Das ist im Programm jetzt drin und das kann man eigentlich hier recht schön lösen. Das nächste Thema, was ich jetzt zeigen möchte, ist, wenn man sich das Bild jetzt hier so anschaut und sieht, ja, okay, Imperfektion in X, klar, die Stäbe kann man immer schön mit Stabimperfektionen lösen, aber was wäre denn, wenn ich eigentlich auch die Flächen hier schiefstellen möchte, um irgendwelche Effekte aus zweiter Ordnung hiermit zu simulieren. Das müssen ja keine massiven Betonflächen sein, das kann auch was anderes sein. Und hier sind diese Imperfektionsfälle auch weiter optimiert worden. Die haben nämlich jetzt verschiedene Imperfektionstypen. Und da ist jetzt ein, ich sag mal, eine neue Variante drin, zum Beispiel Anfangsschiefstellung über die Tabelle, wo man einfach sagen kann, ja, die Gebäudeachse geht mir in Richtung Z, also senkrecht, und ich möchte eine Imperfektion in X entwerfen und ich möchte das über eine zweizeilige Tabelle definieren. Also sprich, das fängt an beim Boden, geht hoch, in unserem Fall sind wir 4 Meter hoch und bis 4 Meter möchte man zum Beispiel 2/100 Schiefstellung haben. Und wenn ich das jetzt natürlich bestätige, und dann können wir eigentlich diese Stabimperfektionen hier wegmachen und uns diese Imperfektion jetzt anschauen, dann ist es mehr oder weniger eine geometrische Verschiebung aller Netzknoten abhängig von dieser Tabelleneingabe und diese verschobene Form kann ich dann entsprechend meinen Lastfällen zuordnen. Also man sieht jetzt ja hier, wir haben die 20 mm komplett nicht nur für die Stäbe, sondern auch für die Flächen einfach simuliert und kann man entsprechend jetzt als geometrische Imperfektion den jeweiligen Lastkombinationen oder Lastfällen zuordnen. Da hat sich ja nichts geändert. Also ich kann hier verschiedene Typen unseren Lastfällen zuweisen und habe jetzt keine strikte Trennung mehr zwischen Stäben und Flächen. Das ist eins. Dann möchte ich eigentlich zum nächsten Feature kommen. Das wäre das Ausdruckprotokoll. Beim Ausdruckprotokoll habe ich mir auch ein kleines Modell vorbereitet. Ich hoffe, ich habe es soweit richtig modelliert, so eine kleine Spiralrampe, einfach damit man an ein paar Punkte aneckt, was so aufkommen. Und zu einer möchte ich zuerst mal zeigen, wie macht man so ein Ausdruckprotokoll jetzt im Neuen auf. Also sprich, wir haben das eigentlich ähnlich wie im alten Programm hier im Navigator platziert. Ich kann das aufmachen über neues Protokoll, dann gibt es faktisch eine neue Selektion, neu organisiert aufgrund dieser neuen Typen, welche Tabellen gezeigt werden. Sie sehen, die Liste mit Häkchen ist doch auch wieder lang, was Sie alles ausdrucken können. Also Seiten zu produzieren ist kein Thema. Aber es geht uns ja immer darum, das Richtige zu produzieren oder das Wichtige. Und also man kann hier entsprechend Themen wählen, wenn man jetzt bei der Statikanalyse sagt, okay, generell möchte ich die Zusammenfassung haben und bei dem Betonen möchte ich zum Beispiel bei den Ergebnissen keine Fehler zeigen, sondern nur die Ausnutzungen stabweise, Ausnutzungen flächenweise und die Plots für die Bewährung, die machen wir einfach grafisch zum Beispiel. Ne? Dann macht man das Protokoll auf.
Und jetzt gibt es die größte Änderung, was wir eigentlich gemacht haben. Wir interpretieren oder wir verschieben die Daten von dem EFM jetzt in das Ausdruckprotokoll oder wir exportieren die faktisch. Ja. Und wir exportieren die in dieses Ausdruckprotokollfenster und das heißt, dieses Ausdruckprotokoll hängt jetzt nicht mehr 1:1 an dem EFM, sondern ich kann nach wie vor in dem EFM arbeiten. Ja, ich habe ja nur die Daten, den Datenstand X zu der Sekunde in diese Ausdruckprotokoll-Umgebung exportiert und kriege entsprechend ein voll durchdesigntes, hochwertiges Ausdruckprotokoll, was wirklich hochwertig ausschaut für Ihre Kunden, entsprechend hier dargestellt, wo einfach das Zeugs erklärt wird, Bewährungsabstände, Betondeckungen, all das einfach sauber mit Skizzen in der richtigen Größe erklärt wird. Jetzt ist natürlich schon der Punkt auch so, dass diese Tabellen erst interessant werden, wenn man da natürlich grafische Bilder mit reinlegt. Und das ist eigentlich so der Punkt, warum ich mich für diese Spiraltreppe entschieden habe. Wenn man jetzt so ein Tragwerk hat, kann man natürlich so die Vorderansicht machen, die Isometrie, die Seitenansicht, die Draufsicht. Also das wäre alles letztendlich technisch möglich, aber da sieht man halt nicht recht viel. Und deswegen kann man jetzt praktisch in dieses Ausdruckprotokoll nicht nur ebene Bilder reinmachen, sondern auch 3D-Bilder. Und das würde dann wie folgt funktionieren. Ich gehe in den Grafikdruck, der jetzt neu mit Voransicht agiert. Ja, also ich kann eigentlich immer sehen, was ich drucke. Ich kann jetzt hier das aktive Bild drucken. Ich sage, ich möchte das ganze fensterfüllend machen. Man sieht immer genau, wie das Bild ausschaut, was man eigentlich drucken möchte. Und ich kann das als 3D-Bild in den Ausdruck geben. Ja, das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Drucken wir das einfach ins Protokoll. Dann, was dann noch weiter kommt, wenn man jetzt hier seinen Kunden gewisse Bewährungsführungen sonst was zeigen möchte, kann man natürlich hergehen und kann sagen, ja, ich möchte zum Beispiel die Bewährung von den Stützen, speziell diesen Ausschnitt hier drucken, ich möchte aber den Rest jetzt hier nicht haben und auch nicht lange skalieren, dann kann man natürlich wieder in diesen Ausdruck reingehen und sagt, wir brauchen jetzt in dem Fall kein 3D-Bild, sondern einen speziellen Ausschnitt. Fensterfüllend ist bestimmt verkehrt, weil man einfach das nicht mehr sieht, weil es zu groß ist. Deswegen haben wir jetzt eine Funktion, einen Bereich in der Grafik wählen eingebaut, wo Sie einfach hergehen können, ähnlich wie in einem Zeichenprogramm und sagen, komm, druck mir bitte einfach diesen Bereich hier und ich will nur das in dem Bild drauf haben. Dann erzeugt uns das Programm, skaliert es entsprechend mit dem Maßstab so, dass wir auch nur den selektierten Bereich als Bild bekommen. Ja. Und ja, zu guter Letzt gibt es natürlich auch Ergebnisse noch, die wir drucken wollen. Und Ergebnisse können wir natürlich auch drucken, indem dass wir zum Beispiel hier sagen, komm, zeig uns mal nur die Rampe. Oder die Fahrbahn, genau. Ja. Das sieht jetzt fast aus, als wenn das Programm sich aufgehängt hat. Wenn nicht, mache ich erstmal weiter, Andreas, oder wollen wir noch einen Moment warten? Bring einfach rein, ne? Übernimm du bitte kurz. Okay, ich übernehme mal zwischenzeitlich. So, ja, wieder das gleiche Modell hier, dieses Betongebäude. Das ist jetzt auch ein Top-Feature in meinen Augen. Der Daniel hat es am Anfang schon erwähnt, die schnellere Berechnung. Also es wurde speziell für R56 und RStab 9 ein Solver-Manager entwickelt und dieser ermöglicht eine Parallelisierung der Berechnungen. Ich drücke jetzt mal hier alles berechnen, dann sieht man es so ein bisschen. Ich habe 4 Kerne, also beispielsweise können 4 Solver, also pro Kern einer, gleichzeitig 4 verschiedene Lastkombinationen berechnet werden.
ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber man sieht dann schon immer, wie parallel gerechnet wird. Und wenn Sie vielleicht mal links dann schauen, das wird dann so blockweise, sind dann die Ergebnisse da. Und ja, daran sieht man das parallele Berechnen die parallele Berechnung dieser Solver. Und das sind ja jetzt schon eine ganze Menge Lastkombinationen. Ja, und durch diese, ja, jetzt hat man es eigentlich gar nicht so richtig gut gesehen, aber glauben Sie es mir, das sieht man bei manchen Modellen mal ein bisschen besser, bei manchen ein bisschen schlechter, aber man sieht dann richtig, wie dann so vier Kerne zum Beispiel, wie in meinem Fall, zusammenarbeiten und ja, stellen sich vor, Sie haben ja große Modelle mit vielen Lastkombinationen und wenn die dann parallel berechnet werden, das ist schon ein enormer Fortschritt. So, ja, noch kleine Features hier vielleicht. Die Lasten, also mir passiert es manchmal, dass ich Lasten erstelle und befinde mich im falschen Lastfall. Ja? Und sollte das passieren, können Sie einfach zum Beispiel auch mehrere Lasten, ich habe jetzt das nicht erwischt, mehrere Lasten selektieren und dann Flächenlasten bearbeiten und dann einfach hier den Last verändern. Und schon wird es dann dem neuen Lastfall zugeordnet. Ich führe es jetzt mal nicht durch, dass die Ergebnisse nicht gelöscht werden, weil ich brauche gleich mal beim nächsten Feature noch die Ergebnisse. Vorher vielleicht noch ein anderes Feature. Also wenn Sie die Last hier haben, also rechter Mausklick zum Beispiel drauf, dann können Sie jetzt ganz leicht so die Größe ändern. Genauso geht das mit den Lagern, also Flächenlager, Punktlager und so weiter, Linienlager. Für sowas wurde das hier eingebaut. Auch eine ganz nette Sache, wenn mal irgendwas zu groß dargestellt wird, dann kann man das hier gleich schnell ändern. Ein weiteres Feature ist die Clipping Box. Die finden Sie hier unter Hilfsobjekte. Hier Clipping Box. Wenn man zum Beispiel, ich erkläre es vielleicht erstmal ganz kurz, sich einen Bereich hier ausschneiden will. Ich will hier so eine innere Stütze nur mal betrachten und so ein Stückchen ringsrum den Bereich. Ich schalte erstmal auf die Ergebnisse, dass man das so ein bisschen so. Und diesen Bereich hier möchte ich mir jetzt zum Beispiel mal ausschneiden. So, dann gehe ich hier nochmal rein in die Clipping Box. Selektiere den Mittelpunkt hier, also hier die Mitte der Stütze. Dann von mir aus mal 4 Meter in X-Richtung, 4 Meter in Y-Richtung und 10 Meter Höhe. Okay und aktiv setzen. Und dann haben Sie diesen Bereich hier ausgeschnitten und können den betrachten, ohne die Umgebung zu sehen. Wenn Sie das wieder ausblenden wollen, einfach hier rechten Mausklick drauf und dann Clipping Box aus. Ja. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen über die Zeit. Andreas hat aber noch ein paar Features, die er zeigen möchte. Ich frage mal, Andreas, bist du wieder so weit, um noch etwas zu präsentieren? Wenn nicht, überspringen wir vielleicht irgendwie ein Feature. Ich bin soweit. Okay, dann gebe ich dir den Bildschirm. Ja. Okay, leg los. Also, sorry dafür, ich habe mich jetzt wieder bereitgestellt. Wir waren jetzt gerade hier, wo wir einfach diese Fahrbahn darstellen wollten. Und ich wollte Ihnen einfach hier noch zeigen, wie die Ergebnisse gedruckt werden können. Und hier gehen wir einfach nochmal auf, ich habe jetzt hier zum Beispiel die MX-Schnittgrößen dargestellt und wir können entsprechend hier auf in das Ausdruckprotokoll drucken gehen. Dann kommen wir wieder in unsere Voransicht. Das Programm findet auch automatisch die Höhe von dem Bild. Und da können wir natürlich jetzt sagen, das schaut gut aus. Allerdings wissen wir, das ist auf eine A4-Seite mit einem beliebigen Maßstab gemacht. Vorher habe ich Ihnen ja gezeigt, der Bereich in der Grafik darstellen oder wählen. Wir können hier natürlich aber auch sagen, wir nehmen einen Maßstab, damit das irgendwo unsere Leser der Statik auch nehmen können. Und ich kann hier sagen, bitte mach uns ein 50stel zum Beispiel. Dann skaliert das Programm uns das Bild in einem 50stel.
Thema wird einfach nur jetzt, dass man das nicht mehr sehen können, weil es einfach mittig skaliert im 50stel und der Rest wird abgeschnitten. Und für diese Aufgabe haben wir jetzt hier einfach noch eine Bildkachelung mit eingebaut, das im Endeffekt abhängig von dem Maßstab, was ich wähle, für das eingestellte Papierformat das Modell abfotografiert in Kacheln und uns entsprechend hier, ich sag mal, den linken oberen, den rechten oberen, den unteren linken und den unteren rechten Teil einfach mit einer kleinen Prinzipskizze darstellt. Das, glaube ich, hilft einfach, Ergebnisse im richtigen Maßstab uns weiterzugeben. Und weiter kann ich natürlich jetzt hier auch sagen, jetzt habe ich vergessen, ich brauche das ja eigentlich auch für eine andere Ergebnisart, wie zum Beispiel das MY. Dann kann ich auf den Mehrfachdruck gehen und kann sagen, klar, ich will das Ergebnis nicht nur für die Schnittgrößen MX, sondern MY. Und entsprechend nimmt das Programm die Einstellungen, was ich getroffen habe, sprich Fensterfüllen, Maßstab, Bildkachelung, nicht nur für MX, sondern letztendlich jetzt für MY genauso und bereitet uns eine Serie an Bildern vor, die ich dann letztendlich in das Protokoll übergeben kann. Und das Protokoll übernimmt die Bilder jetzt digital und wir können das dann entsprechend hier aufmachen. Wir haben die Bilder entsprechend hier drin, MX und MY als Multibilder. Wir haben auch hier unseren 3D-Plot von dem Modell entsprechend drin, das was wir dreidimensional eingebaut haben. Und wir haben entsprechend hier auch noch dieses, dieses 3D-Bild und auch diesen Bewährungsplot drin, was wir gemacht haben. Und dann kann man letztendlich jetzt das Protokoll weiter, ich sag mal, ausbilden. Wir können uns neue Kapitel machen. Wir können hier sagen, neuen Ordner über Element erzeugen, zum Beispiel Zusatzinfo. Wir können diese Ordner letztendlich hier platzieren, wo wir wollen. Jetzt hat das hier nummeriert mit 1. Ich kann das natürlich hier auch woanders unter zweitens platzieren und hier zum Beispiel auch weitere Daten mit anreichern. Wie zum Beispiel können wir hier einfügen ein PDF jetzt neu, wo man einfach hier sagt, Desktop, ich habe mir da zum Beispiel jetzt das Lieferprogramm von den Bewährungsmatten dargestellt und sage, ich möchte zum Beispiel hier diese Betonstahlmatten mit seinen Eigenschaften und den Stahl dokumentieren mit der Seite 4 und 5. Ne? Dann nehme ich dieses PDF, Auswahl 4 bis 5 und füge das praktisch hinzu und habe hier jetzt, ich glaube, das macht er ganz unten, dieses Lieferprogramm im System. Das können wir natürlich jetzt irgendwo auch in diesen Zusatztext hier mit rein platzieren und entsprechend hier nutzen und dann unsere Doku erstellen und dann das Ganze natürlich ins PDF exportieren. Speichern wir das einfach mal auf dem Desktop mit dem 1 Namen ab, so heißen praktisch all meine PDFs, er erzeugt uns das jetzt und öffnet es natürlich auch direkt, wo wir dann eigentlich auf dieses erste Feature vom Austauschprotokoll nochmal zurückkommen, sprich da, wo man eigentlich auf diese Modellansicht, wo ich gesagt habe, ich möchte meinen Kunden nicht nur ein ebenes Bild weitergeben, sondern auch eine dreidimensionale Information, sprich, dass mein Kunde auch dieses Modell, dass er von unten drunter gucken kann, in dem normalen PDF. Und das ist eigentlich schon eine interessante Geschichte, das kann ich auch mit Ergebnissen machen. Ne? Ja, dann möchte ich eigentlich zum letzten Block kommen, zu den Schnittstellen. Zu den Schnittstellen, da habe ich mir, ich sag mal, ein ganz einfaches Modell vorbereitet. Ich habe das JS Intro da genannt. Sprich, da war mein Punkt, was ich Ihnen zeigen möchte, dass man das Programm RFM6 jetzt mit einer super programmierbaren Schnittstelle ausgestattet haben und eigentlich mit zwei Stück. Einerseits kann ich im Kosmos des Modells
eigene Funktionen entwickeln und nutzen. Also sprich, ich bewege mich im Rahmen eines Modells von RFM, im RFM-Rahmen und kann hier über eine JavaScript-Sprache eigene Funktionen erstellen, in Time praktisch. Und ich kann auf der anderen Seite im Rahmen von RFM den RFM-Block von externer Seite, vom AutoCAD, vom Excel, von sonst wo auch immer, steuern, als verdeckten Rechenkern nutzen. Und wir haben das direkt eingebaut, nicht nachträglich angebracht, sondern wirklich als Basis für die Entwicklung genommen. Und das macht es jetzt super interessant, weil es diese Funktionen faktisch für alle Elemente gibt. Wenn man jetzt bei der internen, im internen Kosmos ist, also praktisch im RFM-Modell selbst, mit den eigenen Funktionen, haben wir entsprechend hier einen Script-Manager mit eingebaut und eine Konsole. Der Script-Manager ist, sagen wir mal, einfach so die Toolbar, wo ich meine Skripte oder meine Funktionen hinterlege. Wir haben hier einerseits mal die von Global hinterlegten Skripte, wo Sie Beispiele erhalten, wie man sowas angeht. Und ich habe für heute eine Funktion 1 einfach hier platziert. Ja. Und diese Skripte, wenn ich die jetzt doppelklicke, werden die mehr oder weniger abgearbeitet über die Konsole. Also sprich, das Programm übernimmt die in die Konsole und arbeitet die ab. Jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das Ganze? Wir haben dazu eine ausführliche Darstellung aller Befehle hier in dem Infoknopf mit reingebaut. Also sprich, wenn ich irgendwie Noten anlegen will, suche ich nach Notes. Das Ganze ist natürlich in Englisch in dem Fall und kann hier entsprechend sehen, wie ich Noten anlege mit Notes, eckige Klammer auf, 1 kann ich die Nummer angeben oder kann hier spezielle Typen, also alle Funktionen, kann ich hier sehen, was möglich sind und entsprechend rauskopieren die ganzen Geschichten. Für meine Funktion, was ich Ihnen heute einfach als Idee verpassen möchte, was möglich ist, ich habe mir zum Beispiel so eine kleine Move-Funktionalität, also eine bewegte Last einfach hier dargestellt. Ich möchte eine Last von einen Lastfall hier haben, der am Anfang wirkt, dann ein Stück weiter, ein Stück weiter, ein Stück weiter. Machen wir das einfach hier. Hier die Lastfälle sind leer. Ich lasse das Skript laufen. Entsprechend kriegen wir hier eine Liste an Lastfällen, wo wir einfach hier dann die Last einfach drüber spazieren lassen können. Und das Ganze ist nicht hyperkomplex, sondern wenn wir hier einfach reinschauen, sehen wir, das sind nicht mal 20 Zeilen, was wir schreiben müssen. Sprich, wir legen fest, wie groß ist die Last, wie viele Schritte wir haben, welcher Stab belastet wird. Die Schleife läuft so lange, bis die Schritte erledigt sind. Es wird immer ein Lastfall angelegt und eine Last, eine Stablast, Typ Last, concentrated in das globale Koordinatensystem in Z mit der Lastgröße Last und den Schrittabstand. Also nichts Komplexes, das liegt dahinter und entsprechend kann man sowas bedienen. Ja. Das wäre eine programmierbare Schnittstelle in dem Programm und wenn man das Programm von externer Seite steuern will, gibt es hier noch unter den Programmoptionen letztendlich eine Option, einen Global Server zu starten mit einem bestimmten Port. Diesen Port kann ich dann letztendlich auf dem Rechner selbst intern erreichen, aber auch über das Internet. Das ermöglicht uns wahnsinnig viele Möglichkeiten, was wir da machen können. Also Sie können über das Netz des RFM steuern auf einem Rechner. Und wir nennen das Ganze Web-Service-Technologie. Und damit das einfach zu bedienen ist, hat unser Team auf dem GitHub-Portal eine Web-Service-Python-Client-Technik oder Paket hinterlegt, dass Sie diese Web-Service-Technologie mit der Python-Programmiersprache bedienen können und das Ding können Sie sich eigentlich hier downloaden und direkt nutzen. Wenn wir das im Endeffekt machen, kriegen wir eigentlich hier
ein Paket. Ich habe mir das in meinem Präsentationsordner gespeichert. Da haben wir drin Beispiele, da haben wir im Endeffekt diese komplette Schnittstelle. Wir sehen auch direkt, welche Objekte unterstützt sind, wie die Syntax ist, also sprich, wenn wir den Knoten machen wollen, wie man den bedient, wie Moment, das müssen wir so machen mit Edit, ja. Dann sehen wir es, dann sehen wir hier ein Knoten basiert auf der Knotennummer, die X, Y, Z Koordinate, Kommentar und Parameter, also wir können direkt sehen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn wir jetzt mal so ein Beispiel einfach hier laufen lassen wollen, ich mache jetzt hier einfach ein neues RFM-Fenster, machen wir hier einfach ein neues Modell oder ein leeres Modell, damit man eigentlich eindrucksvoll zeigen kann, wie man das Programm von externer Seite aus steuern kann. WS Intro mit OK. Dann haben wir hier eine leere Umgebung und jetzt nehmen wir uns einfach dieses Interface, wo wir sagen, bitte geh in die Examples. Wir wollen diesen Kragarm hier machen und der Kragarm gehen wir hier rein. Ich starte den jetzt hier einfach durch Doppelklick und das Programm startet hier seine eigene Anwendung extern außerhalb RFM, nimmt Kontakt zu dem Server auf, sollte mich dann jetzt gleich fragen, wie lange soll denn der Kragarm sein? Ich sage jetzt einfach hier mal 9 Meter. Ich möchte den belasten mit 10 kN und das Programm erzeugt mir den Kragarm und berechnet den. Natürlich können Sie jetzt da selbst irgendeine Oberfläche programmieren. Das ist einfach nur ein Beispiel. Das Programm erzeugt uns dann entsprechend hier diesen 9 Meter langen Träger mit den 10 kN am Ende, der dann gerechnet ist. Und diese Technik gibt uns eigentlich jetzt dieses Potenzial, da eigene Oberflächen zu programmieren. Das, was Sie brauchen für Serienbauteile, wenn Sie Fenster machen, dass Sie Ihren Fensterkatalog da automatisiert berechnen lassen können. Je nachdem, was auch immer Sie da vorhaben. Ganz viele Optionen und wenn wir den Code anschauen, einfach bloß mal einen letzten Blick. Ich denke, mit dem Python wird die ganze Geschichte super einfach, weil wenn man das liest, wird hier am Anfang einfach nur die Schnittstelle eingeladen und dann muss man Material anlegen, Material 1 aus dem Baustahl, Querschnitt, Querschnitt 1 aus dem Querschnitt, Knoten 1 in XYZ, Knoten 2 in XYZ. Also wirklich super einfach, wie wir als Statiker das verstehen, so kann man das runterschreiben und sich die Modelle entwickeln lassen. Und damit übergebe ich wieder zurück an den Andreas. Ja, vielen Dank. Das war jetzt das Ende der Live-Präsentation. Ich schalte nochmal auf meinen Bildschirm. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit, Entschuldigung, aber ich hoffe, es war trotzdem für Sie interessant. Vielleicht als Tipp, vielleicht laden Sie sich die Web, also die Testversion, die Trial-Version von unserer Webseite runter. Hier oben finden Sie das auf der Startseite und dann können Sie vielleicht die Seite, die im PDF verlinkt ist, dann finden oder hier unter Produkte RFM6. Finden Sie die auch, also wenn Sie so dahin navigieren, neue Features in RFM 6 oder auch für R-Stab 9 gibt es ja diese Seite auch. Dann können Sie das Ganze mal nach Belieben probieren. Ansonsten, wo finden Sie das PDF oder wo finden Sie dann auch die Aufzeichnung? Sie bekommen in den nächsten Tagen eine E-Mail mit einem Link zu dieser Seite. Also die finden Sie auch so hier unter News und Termine, Webinare. Bevor ich jetzt auf das Webinar klicke, möchte ich Sie gleich hinweisen, da bekommen Sie wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen eine Einladung, oder nicht wahrscheinlich, die bekommen Sie zum nächsten Webinar, das ist schon nächsten Dienstag, Bemessung, also Modellierung und Bemessung von Stahlkonstruktionen in RFM 6 und R-Stab 9. Also da gehen wir mal so ein komplettes Beispiel von der Modellierung, Lasteingabe bis zur Bemessung dann durch. So, und das ist das heutige Webinar. Also wie gesagt, in den nächsten Tagen erhalten Sie einen Link, der zu dieser Seite hier führt. Da werden Sie dann die Aufzeichnung finden. Hier finden Sie jetzt schon die Präsentationsfolien. Hier wird dann die Aufzeichnung zu sehen sein und auch hier die Modelle, die wir heute behandelt haben, die können Sie sich dann herunterladen. So,
das soll es dann soweit gewesen sein. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, bei meinen Kollegen für die Unterstützung, also beim Andreas für die Präsentation, beim Daniel und Oliver für die Beantwortung der Fragen. Ich habe mal nebenbei immer ein bisschen reingeguckt, also sind sehr viele Fragen reingekommen. Sollten jetzt noch Fragen offen sein, Sie erhalten dann auf jeden Fall noch eine Antwort per E-Mail in den nächsten Tagen. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, Sie zum nächsten oder zu einem der nächsten Webinare begrüßen zu dürfen. Machen Sie sich noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.